Also um in diesem Jahr zu den besten Lernenden zu gehören, musste ich einerseits sehr viel Disziplin zeigen und viel lernen, aber sicher nicht so viel wie andere, wenn ich ehrlich bin, weil ich schon mal eine Berufsmatura gemacht habe in der technischen Richtung und somit eigentlich ein großes Grundwissen mitgebracht habe, um die kaufmännische Berufsmatura zu absolvieren. Ich habe in der Zukunft vor, zu studieren, also an der Fachhochschule. Ich möchte gerne in einem Jahr berufsbegleitend Wirtschaftsingenieurwesen studieren und dann nach 4 Jahren auch auf dem Beruf zu arbeiten. Berufsbegleitend deswegen, weil ich will auch einen Bezug zu der Praxis behalten und ich bin immer schon eine Person gewesen, die arbeiten muss. Ich kann nicht nur in der Schule hocken, darum habe ich mich auch für eine Lehre entschieden und bin nicht über den Schulweg, über die Matura zu der Fachhochschule gelangt. Und das sind eigentlich so meine Zukunftspläne. Meine Wünsche an den Handel sind, dass es weiter aufrechterhalten wird, dass es immer noch spannend ist, dass man auch jungen Leuten die Chance gibt, sich zu beweisen, dass man auch Lehrabgänger die Chance gibt, vielleicht auch einen anspruchsvollen Job zu kriegen. Und ja, ich denke, junge Leute, die viele Ideen und Innovationen haben, sind immer gut. Und ich denke, denen sollte man noch mehr die Chance geben, sich einzubringen, auch während der Lehre, dass man die Lernenden mit in das Geschehen mit einbezieht, dass man ihre Entscheidung oder ihre vielleicht Ideen auch berücksichtigt, weil schlussendlich sind auch die Lernenden die Kunden von der Zukunft und wissen, was im Moment aktuell ist. Und ich denke, da sollte man noch mehr Gewicht drauf legen. Und das wünsche ich mich wirklich für den Handel.